Ja, wir reden über, was mein Zwang und wie zeigte sich auf der Intensivstation. Liebe Anna, würdest du immer weiterklicken für mich? Ich habe keine Interessenkonflikte und dann noch einmal bitte dahin. Fangen wir an mit dem Wort Zwang. Wenn ich in meinem Team dieses Wort Zwang benenne, dann gehen irgendwelche Alarmglocken an, es ist negativ belegt, wir führen keinen Zwang durch, höre ich. Wenn man selber mal drüber nachdenkt, was fällt einem zu diesem Wort Zwang an, diese Blase, Fixierungen, Freiheitsentschränkungen, aber auch das Wort Moral, Manipulation, Sedierung. Ich glaube, dass wir uns nicht so bewusst sind, dass wir vielleicht doch in Situationen auf der Intensivstation Zwang, dieses negativ belegte Wort anwenden. Ich glaube, dass wir das gerne mal auch wegdrücken, weil es negativ belegt ist. Bitte weiter, Anna. Wenn wir in die Definition gehen im Lexikon, dann wird Zwang definiert als eine Form der Beeinflussung, die zum einen mit Drohung und Gewalt arbeitet oder die darauf abzielt, Bewegungen oder den Willen des Empfängers, in unserem Falle des Patienten, zu kontrollieren. Und es entsteht zumindest anfänglich eine Benachteiligung. Der Ethikrat benennt das in seinem Paper Hilfe durch Zwang, die professionelle Sorgebeziehung im Spannungsfeld von Wohl und Selbstbestimmung, so dass Zwang sich auf die Überwindung des Willens der betroffenen Person und in dem Falle in unserer Station, die Intensivstation, die Patienten, sich richtet. Bitte weiter. Wenn wir über Zwang reden, über dieses negative Wort Zwang, wobei uns überall die Alarmglocken angehen, was ist denn da in Gefahr? Warum ist es so negativ belegt? Und wir reden da über eine Einschränkung der Freiheit, die zum einen die Bewegungsfreiheit beinhaltet und oder aber auch die Freiheit des Willens, des Wählens. Und ich habe es links schon im Bild. Es liegt zugrunde. Weiter bitte, Anna. Die Würde ist festgelegt im Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 2. Und es ist auch nochmal bestätigt worden, dass jegliche Fixierung eines Patienten einen Eingriff in dieses Grundrecht darstellt. Das hat das Bundesverfassungsgericht 2018 nochmal festgelegt. Es gibt da gesetzliche Vorgaben, die kommen dann in einem weiteren Vortrag. Bitte weiter. Einschränkungen der Freiheit, und da zitiere ich jetzt unseren Herrn Dübke, der uns da sehr gut und großartig unterstützt hat. Es wird im Recht unterschieden unter freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Das sind erzwungene, vorübergehende Einbußen der räumlichen Bewegungsfreiheit. Und als nächstes unterscheiden wir freiheitentziehende Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die die Bewegungsfreiheit über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig entziehen. Und auch das findet sich in den gesetzlichen Grundlagen. Ich möchte aber jetzt eigentlich darauf eingehen, welche Gründe liegen denn zugrunde? Warum fangen wir so etwas an, dass wir bei Patientenfreiheitseinschränkungen durchführen? Und da geht es zum einen immer zum Schutz des Patienten, der gesagt wird, dass ich den Patienten schützen müsse und ich möchte gerne Schaden vermeiden. Zum Beispiel vor Entfernungen von Zugängen oder vor Selbstverletzungen, aber auch manchmal vor Verletzungen durch andere, also an anderen. Dann ist die Frage, sind die Gründe Vorsichtsmaßnahmen? Sind sie zum Schutz des Personals? Bitte weiter, Anna. Ist es vielleicht auch manchmal Personalmangel, der dahinter steckt? Oder ist es einfach Routine? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich kenne Stationen, da wird der Patient, da kommt er durch die Tür, ist noch sediert und beatmet, dann ist er auch schon fixiert. Bitte weiter. Wer entscheidet das, ob Zwang angewendet wird und was beeinflusst das? Und ich denke, auch das kommt später noch in dem Vortrag von Frau Seidlein. In erster Linie stehen natürlich unsere Pflegefachkräfte. Die entscheiden, die sind näher am Bett, der Arzt muss sich nicht mit dem deliranten psychotischen Patienten auseinandersetzen, sondern es ist das täglich Brot der Pflegekräfte.
Und da gibt es natürlich Situationen, die Arbeitsbelastung ist hoch, junge, unerfahrene Kollegen, sie sind nicht ausgebildet, sie haben keine Wahrnehmung hinsichtlich von Zwang. Das hat auch Peres in ihrem Paper 2019 nochmal festgelegt. Jetzt Zwang auf Intensivstation und Selbstbestimmung. Bitte weiter, Anna. Wir reden ja über Selbstbestimmung im Sinne von frei verantwortlichem Handeln. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Der Patient kann wählen, er muss es verstanden haben, er muss es einordnen können, die Maßnahmen, die wir durchführen. Aber da sind wir nicht. Bitte weiter. Wir sind auf einer Intensivstation bei Patienten, die nicht frei verantwortlich handeln können. Die Patienten sind sediert, sie sind komatös, sie sind delirant und manche sind sogar auch extrem agitiert. Wir kennen das alle sehr gut. Bitte weiter. Also Selbstbestimmung auf Intensivstation, Fragezeichen. Die Patienten sind zum Großteil nicht frei verantwortlich in ihrer Entscheidung. Sie sind delirant, psychotisch, vielleicht auch dement. Bitte weiter. Aber auch der Ethikrat hat schon festgestellt, dass diese Menschen, auch wenn sie nicht frei verantwortlich entscheiden können, doch Wünsche ausdrücken können, dass sie Abwehr zum Ausdruck bringen können. Man redet da auch teilweise vom natürlichen Willen und dass die Menschen, die diesen Willen ausdrücken können oder Abwehr, dass sie nicht willenlos sind. Also haben wir nicht den Freifahrtschein zu sagen, der Patient ist delirant, er hat eine Psychose oder er ist vielleicht dement und wir können ihn übergehen. Die Inzidenz von Psychose und Delir auf Intensivstationen, wissen wir alle, brauchen wir auch keinen großen Ausflug zu machen, ist zwischen 30 und 80%. Wenn man in den Leitlinien der AWMF nachschaut, zu Sedierung, Analgesie und Deliermanagement, dann findet man Risikofaktoren, die das verstärken. Und auch hier sind unser alltäglich Brot, die Benzodiazepine, Tiefe und Dauer einer Sedierung und auch die Fixierung, die ein Delir verschlimmern können. Bitte weiter. Wenn wir jetzt über die Formen von Zwang, und das ist ja mein Ausgang gewesen, diskutieren, dann unterscheiden wir zwei Formen von Zwang. Das eine ist der formale Zwang und der offensichtliche Zwang. Und das andere ist der manchmal versteckte, der nicht so offensichtliche Zwang. Ich möchte mit dem formalen Zwang starten. Dazu gehört zum einen die Zwangsbehandlung. Das geht vor allen Dingen in den auch psychiatrischen Bereich teilweise, aber auch wir führen Maßnahmen gegen den Willen, weil wir denken, wir wissen es besser und wir müssen den Patienten schützen durch. Dazu gehören mechanische Fixierungen, Sedierungen, medikamentöse Fixierungen, würde ich das in diesem Fall nennen, und aber auch Einschränkungen der Freiheit, der Bewegungs- und Wahlfreiheit durch die Umgebung. Bitte weiter. Die Häufigkeit von Fixierung, körperliche Fixierung, und auch da gibt es Daten zu, findet sich in der Preisstudie im Mittel bei 33%. Es gibt Länder, die überhaupt nicht fixieren und es gibt Länder, die jeden sedierten Patienten, intubierten Patienten fixieren. Die Studie ist schon ein bisschen älter, es gibt aber auch eine neue Studie aus 2017 und da fand sich auch, dass im Mittel Patienten zu 46, fast 47% fixiert waren auf einer Intensivstation. Das ist viel. Jetzt können wir mal alle in uns hineindenken, wie häufig fixieren und sedieren wir auf unserer Intensivstation. Bitte weiter. Jetzt möchte ich ein paar Stimmen von Patienten dazu vorlesen oder zitieren. Wir denken immer, die Patienten nehmen das vielleicht nicht so wahr in Form von Fixierung, Freiheitseinschränkung oder Zwang. Ein Patient hat gesagt, wenn man ihn fragt, womit verbinden Sie dieses Festbinden, das ist wie im Gefängnis. Und ein anderer Patient schildert, dann haben die mir die Hände festgemacht. Anscheinend war ich irgendwie zu viel damit beschäftigt, dass ich aufstehen kann. Also die Patienten nehmen das schon wahr. Bitte zum nächsten. Medikamentöse Fixierung. Da ist ja die Grenze extrem unscharf manchmal. Wir wissen alle, dass wir Patienten sedieren müssen, damit sie Maßnahmen tolerieren. Wir wissen auch, dass die Grenze zu einer Sedierung aus Bequemlichkeit relativ schmal manchmal ist. Unter medikamentöser Fixierung versteht man Medikamente, die eingesetzt werden, um das Verhalten des Patienten zu steuern.
oder seine Bewegungsfreiheit einzuschränken. Ja, wer hat nicht schon mal Midazolam verwendet, damit der Patient nicht davonläuft? Und entscheidend ist aber, dass diese Medikamente nicht einer Standardbehandlung oder Standarddosierung für diesen Patienten entsprechen. Also alles, was wir über dieses hinaus tun, weil wir vielleicht einen ruhigen Patienten lieber haben, weil wir keine Zeit haben, den Patienten zu versorgen, so wie wir es eigentlich möchten, sind an der Grenze zu Zwang. Bitte weiter. Und auch das lernen die Patienten. Die Patienten schildern, du kannst gleich noch eins weitermachen, bitte Anna, weil das gehört zusammen. Der eine Patient schildert diesen Kampf gegen die Handschuhe, die man ihm angezogen hat und die er nicht loswerden konnte. Und in diesem Kampf hat er dann immer wieder bemerkt, dass dann dieses Kribbeln im Kopf kam und dann er wieder eingeschlafen ist. Also das ist sicherlich ein deliranter Patient gewesen, den man auch, womit auch immer, dann vielleicht medikamentös fixiert hat. Die Grenze ist unscharf, bin ich mir bewusst. Bitte weiter. Freiheitsumgebung, Einschränkung durch die Umgebung. Da sind wir uns gar nicht so bewusst, dass wir den Patienten eigentlich dadurch, dass wir sie an unseren Monitor nehmen, die Möglichkeit, frei sich zu bewegen, nehmen. Also die Einschränkung des freien Zugangs zur Umwelt oder, bitte weiter, Anna, auch die dadurch, dass die Patienten sich nicht bewegen können, nicht mit entscheiden können, also Entscheidungen nicht getroffen werden, weil sie am Monitor sind. Ich erinnere mich an Patienten, die vielleicht nicht mehr so tief sediert sind und die vielleicht doch schon über die Station laufen könnten, aber wir haben sie am Monitor und die würden gerne aber eigentlich die Station verlassen und wir sagen zu ihrem Wohle, dürfen sie noch bleiben. Bitte weiter. Hier ist, das kommt ein bisschen aus der Psychiatrie, vor allen Dingen die Umgebung gemeint, dass auch Türen geschlossen sind, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Deswegen ist das so ein bisschen die Grenzen manchmal anders als in unserem intensivmedizinischen Alltag. Aber auf eins möchte ich noch besonders hinweisen. Das ist die Freiheitseinschränkung durch eine mangelnde Kommunikation. Dass die Patienten da in ihrem Zimmer liegen und keiner mit ihnen redet. Das kommt später auch nochmal und es kommt immer wieder auch in den Interviews, die ich geführt habe. Bitte weiter, Anna. Also der Patient schildert, der eine, Maschinen, alle Schläuche hier, das Ding unter der Nase und das Kabel. Die Patienten empfinden das als unangenehm. Das schränkt sie ein in ihrer Bewegungsfreiheit und in ihrem Selbstverständnis. Und der nächste Patient schildert, eben, man kann sich nicht bewegen und du schaust nach links, halt, Entschuldigung, du schaust nach rechts und überall sind Schläuche. Das war belastend. Jetzt ist die Frage, müssen das die Patienten aushalten oder können wir da was dran tun? Bitte weiter, Anna. Das wären die Formen des formellen Zwangs, also die offensichtlichen. Und jetzt gibt es aber auch noch Formen des informellen Zwangs, des nicht so offensichtlichen Zwangs. Und dieses Konzept kommt vor allen Dingen aus der Psychiatrie. Aber wenn wir mal in uns hineinhorchen, vielleicht findet der ein oder andere das auch bei sich. Informeller Zwang ist die Anwendung von Einschüchterung, Drohung oder auch psychologischem Druck durch das Team, um den Patienten zu zwingen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Oder, bitte Anna, oder den Entzug von Privilegien, die Teilnahme an Entscheidungen. Also dadurch, dass wir auch informellen Zwang, Einschüchterung, fehlende Informationen durchführen, können Patienten auch nicht teilnehmen an Entscheidungen. Bitte weiter. Und hier möchte ich nochmal auf den informellen Zwang ein bisschen eingehen. Bitte weiter. Der umfasst Täuschung zum Beispiel, der umfasst Beeinflussung, Manipulation, Drohung, vielleicht nicht so häufig auf Intensivstationen. Teilnahme auf Intensivstationen ist eigentlich ein großes Thema. Bitte weiter, Anna. Das Vorenthalten von Informationen, dass wir unsere Patienten vielleicht nicht informieren und auch das Vorenthalten von Kommunikation. Und damit erschweren wir den Patienten die Teilnahme. Wir erschweren ihnen eine Entscheidungsmöglichkeit. Und vielleicht ist das dann auch schon Zwang. Fehlende Information, ein Patient. Der Krankenpfleger, sagte mir, er habe die Anweisung zu tun, also tue ich es. Er hat mir keine Erklärung gegeben, warum er das tat. Und
Der Patient war hinterher so verärgert über diese Maßnahmen und hatte dann aber zum Schluss sogar noch ein schlechtes Gewissen. Da muss ich mich fragen, es ging im Endeffekt um eine Bluttransfusion, die der Patient nicht haben wollte. Das war schon eine Form von Zwangsbehandlung und auch noch Beeinflussung, Manipulation, dass der Patient sich hinterher auch noch entschuldigt hat für seine eigenen Wünsche. Bitte weiter. Auch eine Form von informellem Zwang ist Ignorieren. Das schildern Patienten immer wieder und ich weiß auch, dass das nicht leicht ist, jedem Patienten immer gerecht zu werden. Ich möchte trotzdem eine Stimme dazu schildern. Und zwar berichtet die Patientin, ich bin immer ignoriert worden durch die Pflegerin. Sie haben Witze gemacht nebenzu, ich bin da gelegen, hilflos. Und das finde ich schade. Sie rennen 10-mal an einem vorbei und kommen nicht. Das hat mich furchtbar gestört. Ich bin nicht wahrgenommen als Mensch. Und das ist eigentlich das, was dahinter steht, dass die Patienten nicht häufig schildern in diesen Situationen, dass sie nicht als Mensch wahrgenommen werden. Bitte weiter. Auch die fehlende Kommunikation, ich habe es eben schon mal angedeutet, kann bei Patienten das Gefühl entstehen lassen, dass sie übergangen werden, dass sie manipuliert werden oder getäuscht werden. Der Patient schildert, wenn man mir mehr Informationen gegeben hätte, dann wäre ich vielleicht gar nicht immer wieder in diese Situation gekommen, dass ich gedacht hätte, ich bin gekidnappt worden. Also der hat das sehr lebhaft geschildert, wie furchtbar für ihn diese Situation immer war, dass er überhaupt alles nicht einordnen konnte. Bitte weiter. Nochmal der Hinweis, wir haben ein Missverhältnis auf der Station, wir haben das Team und den abhängigen Patienten, der krank ist, der sich nicht helfen kann, der auf uns angewiesen ist. Und in diesen Situationen ist es extrem gefährlich, den Willen des anderen zu übergehen, weil wir es besser wissen, weil wir es können und weil der Patient auf uns angewiesen ist. Ein Patient schildert, wenn man sich nicht wehren kann, aus der Situation nicht rausrennen kann, dann fühlt man sich gefesselt, hilflos. Bitte weiter, Anna. Und ein anderer, und das ist jetzt von einem Angehörigen, der geschildert hat, dass seine Partnerin Angst hatte. Und das findet er nicht gut. Also wenn man vor dem Personal Angst hat, das darf einfach nicht sein. Bitte weiter. Noch ganz kurz zu den Folgen von Zwang. Ich bleibe auch bei diesem negativ belegten Wort Zwang. Was hat es für Folgen für den Patienten? Bitte weiter. Wir wissen aus der Literatur, dass es zu einer erhöhten Rate an posttraumatischen Belastungsstörungen kommt, die insbesondere auch mit Zwang in Verbindung gebracht werden. Ich habe eben schon die AWMF-Leitlinie erwähnt, das Delir ist erhöht. Bitte weiter. Jetzt kommt zu längeren mechanischen Beatmungen, weil wir Patienten, die delirant sind oder fixiert sind, auch mehr sedieren müssen. Und es kommt zu erhöhten Sedierungen und in der Folge natürlich auch zu Nebenwirkungen. Das müssen wir uns immer bewusst machen. Bitte weiter. Und wenn man jetzt mal nachguckt, was passiert denn mit Patienten, die fixiert waren? Und was passiert denn mit denen im Verlauf? Also es ist eigentlich so, dass beschrieben ist, dass Patienten, bei denen Fixierungen angewendet worden sind, deutlich höher sich auch Tubus oder ZVK und sonstige Dinge entfernt haben. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, das wissen wir auch alle, weil die Patienten sind ja vielleicht auch fixiert, weil sie delirant sind und psychotisch und vielleicht deswegen auch den ZVK entfernt haben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig einzuordnen. Bitte weiter. Welche Folgen hat das Zwang für das Team? Und ich möchte jetzt ganz explizit nochmal darauf hinweisen und ich möchte hier klar machen, dass wir niemanden anklagen wollen, sondern wir wollen darauf hinweisen, dass wir uns bewusst sind, dass wir diese Situation haben auf Intensivstationen, weil das auch beim Team Stress auslöst. Der berühmte Moral Stress, also diese, bitte weiter, Anna, dieser Konflikt zwischen den Maßnahmen, die wir zum Schutz vor selbstinduzierten Schaden anwenden und bitte weiter, und dem Respekt, den wir eigentlich dem Patienten gegenüber haben. Und in diesem Konflikt, dass Patienten sagen, wir müssen, das Team sagt, wir müssen Zwang anwenden, aber wir wollen es eigentlich gar nicht, führt häufig zu enormer Belastung. Vielen Dank. Ich möchte damit überleiten zu Herrn Neitzke, der uns
sicherlich extrem gut erklären können, wie sich Zwang überhaupt rechtfertigen lässt. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.